Ich habe gesehen, Valentin Semmler hat ein neues Video hochgeladen. William Niviara Stoffvorwürfe. Wir müssen reden. Ich bin gespannt. Let's go. Was geht ab, YouTube? Mein Name ist Valentin Semmler und ich werde euch heute mal mitnehmen durch meinen Alltag. Was mache ich als angehender Bodybuilder? Wie esse ich? Wie bewege ich mich oder auch nicht? Und vor allem, wie trainiere ich? Heute steht Beintraining auf dem Plan. Ich habe noch 4 Sätze für den Quad. Der soll aber trotzdem wachsen. Irgendwas zittert der denn so? Hat der Clenbuterol genommen? Das heißt, wir brauchen ganz spezielle Techniken. Hier werde ich euch mitnehmen und außerdem ist ja... Oh, der zittert mehr mit seiner Kamera als ich heute nach 30 Liter Wodka von der Hochzeit. Aktuell ein Thema in aller Munde. Hierzu werde ich vielleicht auch mal ein bisschen was sagen. Aber jetzt geht's erstmal aufs Fahrrad. 25 Minuten Cardio. Let's go. Also Leute, bevor es jetzt aufs Fahrrad geht, habt ihr gerade gesehen, gibt es noch meine Supplements. Wir nehmen hier 2 Kapseln Kurkumin. Schön. Habe ich auch immer dritte morgens früh, NAC auch. Auch für die Verdauung, hilft gegen Klebauch, starkes Antioxidant, deshalb immer am Morgen, ja, möglichst weit weg vom Training, genau wie das Vitamin C, davon gibt es 1 Gramm, 15 Gramm Glutamin auf nüchternen Magen, hilft mir auch bei der Verdauung, ja, morgens immer Verdauung ganz wichtig. Und dann gibt es hier noch das Variolipid, sehr, sehr wichtiges Supplement in meiner... Ja, Vanessa, jetzt wo du es sagst, guck mal bitte, wie der pennt. Ja, bleib doch so liegen, muss dich nicht schrecken. Leg dich wieder hin. Einfach Kopf so nach hinten. Richtig lustig, Alter. Richtig geil, Mann. So, weiter geht's hier mit Valentin. Supplement-Routine für die Blutfettwerte, gerade als Performance-Athlet, sehr, sehr wichtig. Wenn ich da mal genauer drauf eingehen soll, können wir das gerne mal machen. Davon gibt es jetzt 3 Kapseln und dann strampeln wir uns einen ab. Let's go. Bei mir gibt es morgens für 1:1 dasselbe. Noch Basepulver und Kollagen. Absolut erfrischend. Wichtig, morgens immer genug trinken. Nur hydriert könnt ihr natürlich auch volle Performance bringen und nicht irgendwie mit einem Glas Wasser aufs Bike. Würde ich nicht machen. Ich trinke immer mindestens einen halben Liter. Und das zählt natürlich mit rein. Und zur Frage, warum mache ich Cardio? Einfach für mein... Danke dir, mein Lieber. Viel Spaß mit dem Stream. Herz-Kreislauf-Gesundheit. Ja, ich bin kurz... Er macht Cardio, weil er am Stoffen ist, der Kollege. Zur Zeit relativ schwer geworden, um natürlich zu garantieren, dass mich dieses Gewicht bei meiner Übung bzw. bei meinem Training nicht limitiert. Das heißt, ich mache beispielsweise Bulgarian Split Squats und kann nur 9 Wiederholungen statt 12 machen, weil einfach meine Puste aus ist. Das wäre nicht so cool. Ich möchte immer, dass mich meine Muskeln limitieren. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum man Cardio in die Routine mit einbauen sollte. Ich versuche immer hier... Ton ist auch irgendwie schlecht. Ne? Hier eine Herz. Aber nehmen wir den Valentin jetzt nicht übel. Der macht jetzt, das ist, glaube ich, sein 3. oder 4. Video. Der wird noch in die Routine reinkommen, was die Videos angeht. Frequenz von ungefähr 120 zu erreichen. Ich habe mich schon relativ gut adaptiert. Das heißt, ich muss richtig hart strampeln. 25 Minuten ist hier, denke ich, ein guter Wert. Man braucht immer ein bisschen Zeit, um reinzukommen. Wenn man am Anfang noch ein bisschen am Handy ist, gar nicht so konzentriert, ja, dann kommt man vielleicht gar nicht so auf die Herzfrequenz, die eigentlich angepeilt werden sollte. Dementsprechend versuchen wir uns gleich richtig reinzugehen und ja, braucht meistens so 4 bis 5 Minuten. Let's go. 108,4. Also Gewicht heute Morgen waren tatsächlich 107,3 Kilo. Also jetzt nur ein Kilo schwerer. Du bist, glaube ich, der einzige Unterstützer, der kein Cardio macht, oder? Erstens, ich mache ganz viel Cardio mit meinem Hund draußen. Und zweitens, wie kommst du darauf, dass ich unterstützter Athlet bin? Was ist das für eine gottverdammte Scheißaussage? Er ist die größte Lüge, die ich jemals gehört habe. Obwohl ich 1 Liter getrunken habe und Kamera hatte. Das heißt, ich habe auf jeden Fall gut geschwitzt. Machen wir uns gleich erstmal Frühstück. Ich habe natürlich wieder nicht eingekauft. Das heißt, wir müssen ein bisschen improvisieren. Aber schauen wir mal, was es gibt. Auf jeden Fall ein bisschen Eiweiß und gut Kalorien. Die Zutaten für mein Frühstück. Ja, ein bisschen vielseitiger heute. Es gibt hier 2 Brötchen mit. Selal, Junge, danke schön, mein Lieber. 60 Abos insgesamt. Danke für den Support, Mann. Das sieht nach einem leckeren Frühstück aus hier beim Valentin. Das lobe ich. Putenbrust und Frischkäse, eine Paprika dazu. Und dann hier noch eine halbe Packung Skier mit ein bisschen Müsli. Die versprochenen Brötchen. Man sieht, dass der Kollege lange bei Daniel Kubik im Coaching war. Ne? 2 Stück mit Putenbrust. Dann haben wir hier den Skier mit Müsli und noch ein bisschen Erdnussbutter für die extra Fats und extra Kalorien. Paprika, Kaffee. Sind knapp 970 Kalorien, also ein ganz guter Start in den Tag. Ich lasse mir schmecken und wir sehen uns nach dem Frühstück. Also Leute, fertig mit dem Frühstück, geht's jetzt weiter mit der Arbeit für die nächsten Stunden. Aber eigentlich ist es auch eine Leidenschaft von mir, weil ich gehe nicht nur selbst auf die Bühne, sondern ich coache Lifestyle-Athleten, aber bereite auch Leute auf die Bühne vor. Ich zeige euch jetzt hier mal einen kleinen Form-Check, den ich bekommen habe. Und zwar... Es ist hier ein Classic-Physik-Athlet. Schaut euch einfach mal die Arme an.
Also ist das crazy oder ist das crazy? 100% natural. Schauen wir uns hier den Gebietsverlauf. Da will ich hier was dran ändern. Auf an, sind aktuell auch sehr, sehr gut im Plan. Da rein werde ich mich jetzt vertiefen. Ich habe richtig Bock. Nachher geht's dann ins Beintraining. Dann sehen wir uns spätestens beim Pre-Workout-Meal. Schaut mal, wer da ist. Hallo, servus. Für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin sein kleiner Bruder. Er ist einfach größer als ich. Passt dir. Also, schreibt mal in die Kommentare, ob man erkennt, dass wir Brüder sind. Wir haben genau die gleichen Eltern, gleicher Vater, gleiche Mutter. Auf jeden Fall geil. Mein Bruder hat ja süß, Alter. Auch mal seine Fitness-Challenge begonnen. Sehr, sehr erfolgreich auf TikTok. Doch, man sieht schon, das Gesicht ist irgendwie... Die sehen sich schon ein bisschen ähnlich, haben so leicht ähnliche Gesichtszüge. TikTok gewesen. Aber vom Körper natürlich noch nicht, da ist Valentin meilenweit voraus. Wenn ihr Bock habt, dass wir mal zusammen ein Video machen und mal Philipps Form anschauen, gucken, was im Training gegangen ist, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich denke, das könnte ganz cool werden. Mein Bruder ist geboren für die Kamera. Und das, ich glaube, das ganze YouTube-Ding war auch deine Idee, oder? Natürlich war das meine Idee, Leute. Ich bin eigentlich der Fadenzieher hinter allem. Ich habe es gesagt und er setzt es um. Und jetzt sprießen die Likes. Geil. Seht ihr, ich mache nur das, was mein Bruder mir sagt. Ja, deshalb habe ich auch mit Training angefangen. Das ist der Mann im Hintergrund. Ja. Ich sag's euch. Auf jeden Fall, falls ihr mich noch nicht kennt, checkt gerne die TikToks aus und folgt dem jungen Mann auf jeden Fall gerne. Vielleicht gibt es mehr Content, wenn ich mal wieder mehr Zeit habe. Ich habe gehört, er hat jetzt eine Freundin, ja, sich das mit der Masse so gut verträgt. Wir gehen zusammen trainieren. Ich habe dir schon überredet. Das läuft. Wir machen jetzt erstmal das Pre-Workout-Meal, Pre-Leg-Day. Und zwar haben wir hier den Mais-Pudding. Davon gibt es jetzt 120 Gramm mit 50 Gramm Designer Whey. Dazu gibt es noch eine Banane und das werden wir uns jetzt einverleiben und dann geht's in den Leg Day. Dann werden wir da auch nochmal mit den Gerüchten ein bisschen aufräumen und schauen. Endlich, Junge. Ob wir das demnächst mal klären können. Was hältst du jetzt eigentlich vom Thunfisch-Protein-Shake? Was ist das? Ich glaube, es wird Zeit, dass Philipp mal den Thunfisch-Protein-Shake von Markus Rühl probiert. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir mal ein Full Day of Eating like Markus Rühl machen mit meinem Bruder. Wärst du dabei? Was? Wenn ich die Zeit habe? Ja, warum nicht? Aber Zeit habe, wenn du das kannst, ja. Mein Bruder hat ja schon mal mit mir über 4000 Kalorien gegessen an einem Tag, ja. Also ich habe den Thunfisch-Protein-Shake ja mal hier im Stream gemacht. Wir sind ja hier ein paar Zuschauer drin, die damals live dabei waren. Und ich schwöre es euch, der schmeckt gar nicht mal so schlecht. Man kann ihn saufen. Was findest du besser? Mais oder Rice-Pudding? Geschmacklich finde ich Mais-Pudding besser. Also, aber beides ist cool, aber irgendwie taugt mir der Mais-Pudding mehr. Ja, Bodybuilding-like. Also ich glaube, ich würde meine Karten auf ihn setzen. Er packt das. Davon gibt es übrigens auch ein wunderschönes TikTok, was ihr euch auch gerne anschauen könnt. Der Mann ist geboren für die Werbung. Der ist geboren für die Werbung. Der nutzt seinen Bruder richtig aus hier. Zeig mal Trizeps. Spann mal Arm durch. So. Einmal strecken. Alles. Schau dir mal den Trizeps an. So, ja, Valentin, die muss ja ein bisschen mehr einen Ernährungsplan zurechtschreiben. Der muss mehr essen, der Kollege. Ich? Sag, da sieht man, dass wir Geschwister sind. Dennis, Dirk, danke dir fürs Prime-Abo, Digga. Und an dieser Stelle gibt es eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Falls ihr mich supporten möchtet, Freunde, besucht auf jeden Fall esn.com, denn dort sichert ihr euch mit dem Rabattcode William immer den besten Deal, unter anderem beispielsweise auf ein leckeres Designer-Whey-Protein. Und schaut auch unbedingt auf Oase vorbei. Da findet ihr beispielsweise dieses wunderschöne Tanktop und auch andere geile Klamotten, die ihr auch im Alltag anwenden könnt. Ebenfalls Rabattcode William. Alle Links immer in der Videobeschreibung und weiter geht's. Auch mit deiner Sticker. Mein Bruder konnte jetzt nicht widerstehen und wollte sich mal nur für euch auf die Waage stellen. Ich glaube, wir haben damals dann eine Transformation angefangen mit 64,9 oder so. Das war auch mitten am Tag gewogen, also ähnliche Konditionen wie jetzt. Alter, bist du leicht, Junge. Du wiegst ja nichts. 66,6. Also Leute, ich glaube, wir müssen den auf jeden Fall irgendwie intravenös. Jeden Tag Meckes, rein damit. Ernähren, das geht nicht. Also er muss auf jeden Fall zunehmen. Wie groß bist du? Du bist größer als ich, gell? 1,84 oder so. Nein, 32. Na, du bist größer als ich. Ich bin 1,82. Helft mir irgendwie, meinen Bruder zu motivieren. Gebt gerne ein Like, dass er auch motiviert bleibt, mal richtig durchzuziehen, mal richtig zu fressen. Ich glaube, das wäre ein richtig geiles Projekt. Aber er muss auch durchziehen. Ja. Lass den Bruder in Ruhe, Junge. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Ich mache mir jetzt mein Intra-Workout ready. Hier Intra-Workout-Carbs, nicht wundern. Ich habe das hier in diese Dose abgefüllt. Drin haben wir Cluster-Dextrin, um während dem Training kontinuierlich mit Energie versorgt zu werden. Dann gibt es jetzt hier dazu noch ein paar mTOR-ERAs, um den Proteinabbau zu verhindern. Und 10 bzw. 11 Gramm Kreatin für die maximale Performance im Training. Damit wir jetzt auch auf der Beinpresse nicht verrecken. Ne? Ab 50 Likes gibt es ein Training mit Philipp. Also Salat mal den Like-Button. 500. 50. Nein.
Scheiße, das ist ein Arschloch. Also Leute, wir sind angekommen im Beintraining. Wir starten heute mit Beinbeuger im Sitzen. Hier versuchen wir Pausen jeweils in beiden Umkehrpunkten einzubauen, um einfach mehr Bewegungskontrolle zu haben. Beinbeuger. Boah, bei mir stehen morgen Beine auf dem Plan. Bin gespannt auf die Geräte hier. Meine Schwäche und den müssen wir verbessern. Da setzen wir alles dran. Das werdet ihr jetzt noch sehen. Das waren, glaube ich, 13 mit 2,5 Kilo mehr als letzte Woche. Also Wiederholung und Gewicht gesteigert. So muss das sein. Jetzt ist es Zeit. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf den Formcheck freuen von Valentin. Der sieht brachial aus. Wirklich richtig gut. Hat mir richtig gut gefallen. Aber, jetzt kommt das große Aber. Er sieht auch so gut aus. Auch hat einen dicken Ärmel. Schönes Hautbild noch und alles. Sieht echt gut aus. Aber, Linie auch schön. Aber ich finde, der sieht auf Bildern, diese Bilder, diese Transformation-Bilder, die der so gepostet hat, sieht der viel krasser aus als in Real Life. Ist jetzt nicht böse gemeint, er sieht dennoch brutal aus, aber auf Bildern wirkt er einfach einen Ticken heftiger als in echt. Für den Hip Hinge ergänzend zum Beinbeuger versuchen wir jetzt hier noch eine Hüftextension zu machen, den Beinbeuger auch noch schön in der gedehnten Position zu trainieren. 140 Kilo ist nicht viel, aber ich habe ja gesagt, es ist meine Schwachstelle und die Schwachstelle müssen wir mit besonders viel Liebe bearbeiten. Besonders viel Stoff. Digga, du wolltest doch sagen, Alter, jetzt hier, was hier los ist. Da gibt es eine Pause in der untersten Position und so ausführen, dass der Coach zufrieden ist. Nee, der ist nicht mehr bei Daniel im Coaching, er hat einen anderen Coach. Also Satz war so semi, ist auch nicht gewohnt, ohne Gürtel irgendwas zu machen. Atmung ist besonders wichtig und auch Ausdauer, beide Sachen, an denen wir arbeiten müssen. Jetzt geht's an die Leg Press. Um hier ein bisschen tiefer zu kommen, habe ich mir einmal Squat-Schuhe angezogen, einfach mit dem Keil. Hilft mir das nochmal ein bisschen besser, in die volle Range of Motion zu kommen. Zudem habe ich... Oh, das sieht auch richtig nach so einem Kai-Gedan-Setup aus, ne? Ich jetzt hier unter meine Hüfte noch eine Gewichtsscheibe gelegt, was mir ebenfalls hilft, den Quad noch besser anzusteuern, damit ich noch tiefer komme. Versuchen hier relativ eng zu stehen. Immer schön in den Sitz reinpressen, dass der Arsch nicht abhebt. Und dann geht's los, ey. Die oben läuft aber echt besser, ey. Richtig, der ist jetzt bei Heiko im Coach. Mhm. Die ist ein bisschen... Mir ist egal, ich habe so eine schlechte Range of Motion, da ist es scheißegal, wo ich das mache. Also. Auf geht's, weiter. Auf geht's, easy. Oh, schöne Ausführung. Ja. Sehr schön, Mann. Stimmt es eigentlich, dass du kein GmbF-Mitglied mehr bist? Stimmt es eigentlich, dass du kein GmbF-Mitglied mehr bist? Woher weißt du das? Da kursiert so ein Video von William im Internet rum. Das habe ich gesehen. Und das haben schon so viele Leute zu mir gesagt. Ich glaube, da muss echt mal Klartext gesprochen werden. Glaube ich auch. Ich glaube, du solltest mal mit William ein Gespräch führen. Ja, ich muss. Boah, das ist so schlecht. Das ist so schlecht gestaged, Alter. Dass es schon wieder lustig ist. Richtig Berlin Tag und Nacht. Ich will ihn dann nachher mal anrufen. Ja. Mal ein bisschen Real Talk führen. Ja. Weil, ganz ehrlich, Leute, ihr wollt es ja auch wissen. Darf ich noch bei der GmbF antreten? Wir werden es sehen. Bleibt dran, Freunde. Es bleibt richtig spannend. Das erfahrt ihr in der nächsten Episode. Real Talk folgt. Also, Ladies, es wird ernst. Beinstrecker mit Double Drop Set. Legen uns hier die Matte zwischen. Noch ein bisschen bessere Range of Motion zu haben. Das hat sie auch noch nie sowas gesehen. Das sind natürlich Setups, Alter. Einmal mit so einer Matte trainieren. Wahnsinn. Da wäre ich wirklich niemals drauf gekommen, ne? Ah.
RTL 2 hat angerufen. Die wollen deren Format. Deren Format wurde gekauft. Also jetzt gibt's Hip Thrust. Ja, der Glut kann auch auf Stage für Männer nie groß genug sein. Deshalb Hip Thrust mit kurzer Pause in der konzentrischen Position. Also oben, wenn ihr schön die Arschbacken zusammenkneift. Absolut schmerzhaft. Das ist auch tatsächlich eine Übung, die ich gar nicht mache. Würde ich auch irgendwie als Mann wirklich nur machen, wenn ich wirklich für einen Wettkampf vorbereite oder Wettkampfathlet bin. Weil, ganz ehrlich, ich will jetzt nicht als Mann isoliert noch extra den Arsch trainieren. Ich mache manchmal Kickbacks an der Maschine, aber das war's. Oder wird ja eh überall ein bisschen mitbelastet. Ne? Aber sonst natürlich, wenn man Wettkampfathlet ist und einen strammen Booty haben will, vor allem einen schönen streifigen, harten Arsch, dann safe einbauen sowas. Geht jetzt hier an die Adduktorenmaschine. Mal schön Full Range of Motion. Kurze Pause mit den Umkehrpunkten. Also Leute, das war mein Beintraining. Ich bin komplett zerstört. Habt einen Einblick in meinen Alltag bekommen. Ihr habt auch meinen Bruder kennengelernt. Wenn ihr mal ein Video mit ihm sehen wollt, lasst gerne einen Kommentar da. Ich denke, ein gemeinsames Training könnte wirklich interessant werden. Essensvlog, irgendwie sowas. Ansonsten, habt ihr gesehen, es wird zum Verhör gehen. Einige Dinge müssen klargestellt werden. Es muss Tacheles geredet werden. Richtig. Ansonsten kommentiert, wenn ihr was zu kommentieren habt. Abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Bis bald. Ciao, ciao. Ich hoffe, wir sehen uns jetzt im Verhör und nicht beim nächsten Video. Nee, nächste Video wird auch, glaube ich, mit meiner Wenigkeit sein. Da trainieren wir Brust, oder? Ja, genau, Brust. Und ja, ihr könnt euch freuen auf jeden Fall. Das wird auch ein interessantes Video. An die Single-Jungs hier, geht an die Hip-Thrust-Maschine. Ihr lernt automatisch Mädels kennen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, Freunde. Und falls ihr keine weiteren Videos verpassen möchtet, abonniert unbedingt diesen Kanal. Schaut auf jeden Fall auch bei Twitch vorbei. Dort sind wir dreimal die Woche live um 20.30 Uhr, Montag, Mittwoch und Freitag. Und falls ihr mich supporten möchtet, könnt ihr auf jeden Fall ab sofort bei Oase vorbeischauen für schöne Streetwear oder auch für die Kleidung fürs Gym. Oder bei eseng.com, da könnt ihr euch immer mit meinem Rabattcode William ebenfalls den besten Deal sichern. Beispielsweise auf dieses leckere Designer Whey Protein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.